Das Diabolo im Sportunterricht. Ich zeige euch heute ein paar Übungen, die ihr mit euren Schülern ganz einfach nachmachen könnt. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Betzer TV, heute mit einer deutlich bewegungsintensiveren Folge als sonst. Ich bin neulich im Shop über das Diabolo gestolpert und da kam mir die Idee, wie wäre es, wenn ich euch einfach mal ein paar Basisübungen zeige, die ihr mit euren Schülern ganz einfach nachmachen könnt. Denn das Diabolo ist super für die Konzentration und die Hand-Auge-Koordination und eignet sich tatsächlich für alle Jahrgangsstufen. Die wichtigste Grundübung für alle weiteren Tricks beim Diabolo-Spielen ist das richtige Antreiben und damit fangen wir jetzt erstmal an. Legt dazu das Diabolo einfach auf den Boden und die Schnur dazwischen. So, und dann, also ich bin Linkshänder, deshalb treibe ich mit der linken Hand an. Ihr macht es dann, als wenn ihr Rechtshänder seid, einfach genau andersrum. Also ich gehe von links nach rechts, hole Schwung, nehme es nach oben und dann bewege ich die Stäbe ruhig hin und her, wobei ich aber mit meiner linken Hand, die eben antreibt, immer etwas mehr Impuls gibt, damit das Diabolo im Laufe der Zeit immer schneller wird. Das ist die absolute Grundübung, das Diabolo anzutreiben und das sollte wirklich sicher funktionieren, bevor ihr dann einen Schritt weiter geht. Wenn das Diabolo in eine Richtung kippen sollte, zum Beispiel jetzt nach vorne, dann müsst ihr einfach mit eurer führenden Hand die zurücknehmen und so gleicht ihr das Diabolo wieder aus. Gleich ist es, wenn das Diabolo in eure Richtung kippt, dann geht ihr einfach mit dem Stab von euch ein bisschen weg und macht das Diabolo letztendlich wieder gerade. Das übt ihr einfach eine ganze Weile, bis ihr wirklich das Diabolo sicher und flüssig antreibt, ohne dass es euch die Schnur verknotet oder es zu langsam wird oder euch rausfällt. Denn bevor das nicht wirklich sicher funktioniert, macht es eigentlich fast keinen Sinn, einen Schritt weiter zu gehen. Wenn ihr aber der Meinung seid, so, das Antreiben, das funktioniert schon sehr gut, dann können wir zu unserem ersten Trick kommen. Und zwar, das ist der Klassiker, der Aufzug. Alles, was ihr nämlich für den Aufzug können müsst, ist tatsächlich einfach nur antreiben. Und das besonders schnell, weil ohne Geschwindigkeit funktioniert der Aufzug nicht. Deshalb geben wir jetzt einfach noch mal ein bisschen Gas, damit das Diabolo auch schön nach oben fährt. So, wenn wir genug Schwung aufgebaut haben, dann müssen wir einfach mit unserer führenden Hand einmal um das Diabolo rumgehen, während die passive Hand nach oben geht. Ich zeige das einfach mal kurz. Und schon fährt das Diabolo nach oben. So, jetzt ist es mir fast runtergefallen, aber ich habe es gerade noch ausgleichen können. Ihr müsst auch einfach ein bisschen mitlaufen, wenn es sich verdreht. Jetzt bin ich von einer auf die andere Seite gegangen. Aber ihr habt es gesehen, ich mache es gleich nochmal. Erstmal wieder Schwung holen. Da können wir einfach ein bisschen Gas geben. So, und wenn wir dann wieder genug Schwung aufgebaut haben, dann nehmen wir den, in meinem Fall, rechten Stab nach oben, gehen mit der führenden Hand hier links einmal drumherum und schauen, wie das Diabolo nach oben fährt. Je nach Geschwindigkeit fährt es schneller nach oben oder wenn ihr zu langsam seid, kann es auch passieren, dass es halt eben gar nicht nach oben fährt. Dann merkt ihr, okay, beim nächsten Mal müsst ihr einfach ein bisschen mehr Gas geben. So, das war euer erster Trick. Aber damit lässt sich noch keine Show aufziehen, deshalb brauchen wir noch ein paar mehr Sachen. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Übung. Und zwar wollen wir diesmal das Diabolo einmal um einen der beiden Stöcke herumschwingen und wieder auf dem Seil landen lassen. Dazu muss das Diabolo jetzt nicht so ultra krass schnell sein, aber je schneller das Diabolo ist, desto ruhiger liegt es eben auch in der Schnur und desto mehr Zeit hat man, seine Tricks durchzuführen. Also, wenn wir wieder Schwung aufgebaut haben, funktioniert das folgendermaßen. Wir pendeln einfach ein bisschen hin und her. Und dann mit Schwung einmal um den Stab rum und landen auf dem Seil. Das müssen wir aber auch relativ schnell wieder auflösen, weil eben durch das Seil
Reibung entsteht und es dadurch sehr schnell zum Stehen kommt. Und sobald es steht, wird es uns verknoten oder runterfallen. Ich mache das nochmal ganz kurz. Also ich gehe rüber, drücke mit dem passiven Stab im Grunde ins Seil, sodass wir diesen Impuls bekommen, dass es drumherum schwingt. Das Ganze funktioniert auch in die andere Richtung. Also da kann man sogar schon eine kleine Trickübung aneinander rein. Ich probiere das einfach mal. Ihr seht, ich habe etwas Rechtsstrahl. Ich drehe mich immer schön weiter nach rechts. Ich bin halt auch kein Profi. Ich habe das vor Urzeiten mal gelernt und jetzt packe ich es halt mal wieder aus, mein Nicht-Können. Also von links nach rechts und wieder zurück und gleich in die andere Richtung. Und schon haben wir unsere erste Trickkombination absolviert. Toll, oder? Jetzt können wir den Aufzug, wir können das Diabolo einmal um den Stecken rumwerfen. Also für die erste kleine Showeinlage würde ich sagen, ist das schon nicht so schlecht. Aber das reicht uns ja nicht. Wir wollen hoch hinaus. Und jeder, der schon mal Diabolo spielen gesehen hat, weiß, besonders beeindruckend sind natürlich, wenn das Diabolo hochfällt, fliegt. Mein Schnaufen wird größer, ihr merkt, also es ist schon ein bisschen anstrengend. Also es sieht vielleicht nicht so aus, aber es ist durchaus Sport, wenn man das ein Weilchen macht. Also das Hochwerfen. Wir holen uns Schwung und dann ziehen wir, müssen eigentlich einfach nur die Stäbe auseinanderziehen, ruckartig, dann fliegt es nach oben. Die Schwierigkeit ist meistens eher, das wieder aufzufangen. Und ein Trick ist, also je höher es fliegt, desto mehr Zeit habt ihr natürlich, es aufzufangen. Und der Trick ist, am besten haltet ihr die Stäbe etwas schräg, dann könnt ihr schon mal mit der einen Hand koordinieren, wo es aufkommt und es wieder auffangen. Machen wir es gleich nochmal, hochwerfen und auffangen. Sieht eigentlich ganz einfach aus. Hochwerfen und auffangen. Wenn ihr in der Sporthalle seid oder draußen, habt ihr natürlich besonders viel Platz. Da könnt ihr das auch wirklich mal richtig, richtig hochwerfen. Aber passt auf, dass es da nicht auf den Kopf bekommt beim Auffangen. So, viel mehr geht hier leider im Zimmer schon gar nicht. Denn dann kommt die Decke. Und das war das Hochwerfen des Diabolos. Mann, 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 wir haben schon in kürzester Zeit jetzt schon 4 Tricks parat. Einen letzten zeige ich euch noch, der ist nämlich sehr individuell kombinierbar, und zwar das Springen des Diabolos um den Fuß. Dazu steigen wir einfach ins Seil und lassen den einfach drumherum fliegen. Einmal reinsteigen, wir können mit der anderen Hand auch noch so einen Zusatzimpuls geben. Zack. Und das können wir jetzt nämlich beliebig kombinieren. Es muss nämlich nicht der Fuß sein, es kann auch das Bein sein. Oder eine sehr fortgeschrittene Übung um den Arm. Fortgeschritten, klappt auch nicht immer. Aber wir probieren es gleich nochmal. Aber seht, Grundübung ist immer Schwung holen. Schwung holen, Schwung holen, Schwung holen. Je schneller das Diabolo, desto einfacher sind alle weiteren Übungen. Also wir machen nochmal, geben nochmal ein bisschen Gas. Dann zack, einmal um den Fuß. Einmal um das Bein. So, und jetzt probieren wir es nochmal um den Arm. Dazu müssen wir nämlich den Stab so nach hinten knicken. Und, hat geklappt, die Strecke zum Auffangen ist halt auch nicht die größte. Deshalb ist es schon nicht so einfach. Zack. Einmal um den Arm. So, und wenn wir nämlich das schon haben, dann können wir da wirklich viel kombinieren. Fuß, Bein und immer wieder Schwung holen. Zwischendurch hochwerfen, wieder um den Fuß. Und wenn statt, und das können wir dann noch weiter erweitern. Oh Mann, ich bin gerade richtig im Flow. Statt das immer hier im Kreis, können wir auch versuchen, das von links nach rechts. Zack. Ups, zack. Was jetzt natürlich in der Kürze der Zeit relativ einfach aussah, braucht schon ein bisschen Übung. Also erwartet nicht unbedingt, dass ihr jetzt beim ersten Mal ausprobieren, dass es sofort
gut funktioniert, dass das Diabolus sich auch wirklich so einfach antreiben lässt. Man muss das ein bisschen koordinieren, aber dazu ist es ja auch da für die Hand-Auge-Koordination. Immer schön aus dem Handgelenk antreiben. Und wenn wir jetzt diese Übungen, die ich euch heute gezeigt habe, alle kombinieren, dann können wir da schon ein kleines, aber feines Showprogramm auf die Beine ziehen. Also nochmal, was haben wir heute gelernt? Das Antreiben, der Aufzug, dann einmal das Diabolo um den Stock auf das Seil und wieder zurück. Dann haben wir das Hochwerfen und Auffangen. Und wir haben gemacht das Diabolo um den Fuß bzw. das Bein. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Exkurs in die Zirkuswelt gefallen. Habt ihr schon mal Diabolo oder andere Jonglageübungen in der Schule ausprobiert? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und abonniert den Kanal und liked das Video. Darüber würde ich mich besonders freuen. Ja, das war Betzold TV für diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Ich bin der Christoph und tschüss.